Nun möchte ich noch einmal auf die Plane zurückkommen. Im Staufach unter den Sitzen befindet sich ein Bimini-Top mit klappbaren Bögen. Dies ist eine ziemlich gute Lösung, aber die Bögen an die richtigen Stellen zu setzen, ist für zwei Personen nicht einfach. Und für eine Person ist es praktisch unmöglich. Dies gilt umso mehr bei Bedingungen wie Stürmen, starken Winden und Regen, die allesamt von Wellen beeinflusst werden. Trotzdem ist inzwischen die Plane für viele Käufer ein integraler Bestandteil des Kaufs. Deshalb haben wir uns entschieden, eine Plane zu erstellen, die eine Person in Sekundenschnelle anbringen kann, ohne sich zu viele Gedanken machen zu müssen. Gleichzeitig sollte die Plane weniger als einen Millimeter Platz auf der Fangplattform einnehmen. Das haben wir beschlossen und umgesetzt. Sehen Sie selbst, eine weitere Modifikation der Aluma Storm 477, eine zusammenklappbare Plane unter der Fangplattform. Schauen Sie! Sie öffnen den Schrank, ziehen Sie die Plane heraus, öffnen Sie sie und verriegeln Sie sie mit Karabinerhaken. Das Anbringen der Plane dauert nur einige Sekunden. Wenn Sie die Plane komplett zusammenbauen müssen, geschieht dies nach dem Standardschema. Aber hier ist das Wichtigste. Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Bögen fest mit der Relingkante verbunden sind und die Plane unter der Fangplattform gelagert wird, beträgt die Höhe der Plane 1,80 Meter. So können Sie auch bei schlechtem Wetter unter der Plane fischen. Und man kann sie genauso leicht zusammenlegen. Sie öffnen den Schrank, entriegeln Sie die Karabinerhaken und legen Sie die Plane wieder in den Schrank. Das geht schnell und einfach.